Mit Mozarts Oper Die Zauberflöte sind die heurigen Salzburger Festspiele offiziell eröffnet worden. Am 30. August werden sie damit auch zu Ende gehen und alle Vorstellungen dazwischen sind längst ausverkauft. Für alle, die nicht ins große Festspielhaus können, kommt Die Zauberflöte heute nach Hause, wird sie doch in wenigen Minuten live zeitversetzt in ORF 2 ausgestrahlt. Ich würde sehr gerne auch als Zuschauer das Ganze schauen. Die Salzburger Festspiele sind das wichtigste Kulturfestival der Welt und wir verstehen uns als wichtiger europäischer Kultursender und in der Zusammenarbeit bringen wir die Töne, die Bilder. Und die unterscheiden sich im konkreten Fall von vielen Zauberflöten davor. Die Königin der Nacht beispielsweise sieht man nur in seltensten Fällen in strahlendem Weiß. Sie sieht aus wie eine Eisprinzessin mit den vielen Kristallen in der Robe und der Krone von der bösen Hexe Maleficent in Schneewittchen. Ein sehr ungewöhnliches Kostüm für eine Königin. Interesting, unusual costume for Königin. Auch sonst erinnert manches eher an einen Jahrmarkt. Zirkus, Straßen-Gaukler-Atmosphäre, ja. Das ist eine sehr lebendige und, glaube ich, sehr gelungene und kurzweiliger Zauberflöte. Es ist kurz und knackig und es ist trotzdem immer noch eine große Sache und man muss viel spielen und man muss viel singen. Und einer muss sogar viel reden. Klaus-Maria Brandauer, der spielt den Großvater. Mein Gott, Großvater bin ich ja schon sehr lange und mir hat das große Freude gemacht. Zumindest beim Premierenpublikum wurde es allerdings gemischt aufgenommen. Wir haben beim Schlussapplaus beides gehört, Buhrufe und Bravi. Und das ist gut so, weil es gezeigt hat, dass wir den Leuten etwas zum Nachdenken gegeben haben. In der Oper ist es wie im Leben. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern auch alle Grautöne dazwischen. Die Wahrheit liegt meist irgendwo in der unbequemen Mitte. Heute können Sie sich Ihr eigenes Bild von dieser Zauberflöte machen. Da bin ich gespannt, was jetzt die Reaktionen vom Publikum sind. Und hoffentlich wird viel diskutiert und kontrovers, weil dann haben wir eigentlich erreicht, was wir wollen.